Mich sprechen immer wieder Menschen an oder schreiben mir, sie seien ja auch gegen Stuttgart 21, aber jetzt sei doch alles gelaufen. Da antworte ich, vor allem wenn ich Frauen vor mir habe, wäre es für sie okay, wenn die Suffragetten vor 100 Jahren auch einfach so aufgegeben hätten, weil ihnen von Männern gesagt wurde, dass Frauen nie wählen dürfen und ihr Kampf jetzt vorbei sei, dann dürften heute nur Männer wählen gehen und dann kommt ein großes Kopfschütteln auch bei Männern. Also, bleiben Sie dran an unserer Bewegung. Stehen Sie im Bekanntenkreis dafür ein, dass zum Thema Stuttgart 21 noch lange nicht das letzte Wörtchen gesprochen ist. Stuttgart 21 ist eine politische Frage und politisch kann sich hier noch so manches ändern. Auch eine Kanzlerin wechselt ja öfter mal die Meinung. Lassen Sie uns gemeinsam die Menschen aufmuntern, die inzwischen kretschmannisiert sind, die nämlich apathisch dem S21-Treiben zusehen. Lassen Sie uns gemeinsam stark bleiben und weiter durchhalten, bis wir endgültig oben bleiben. Kommen wir nun zu unserem zweiten Redner, Christoph Ozasek. Er ist Regionalrat hier für die Region Stuttgart und dort ist er Mitglied im Verkehrsausschuss dieser Regionalversammlung. Seine heutige Rede, die es auch auf blauem Papier jetzt schon gibt, befasst sich mit dem S-Bahn-Chaos, das wir seit 2010 dank Stuttgart 21 erleben müssen und dem unsere gewählten Vertreter von CDU, SPD und Grünen tatenlos zusehen. Christoph Ozasek, bitteschön. Liebe Freundinnen und Freunde schöner Kopfbahnhöfe und einer verlässlichen S-Bahn. Täglich nutzen fast 400 Menschen in der Region die feuerroten Nahverkehrszüge. Auf 6 durchgebundenen Linien verbindet die S-Bahn mit 215 Kilometern Schienenstrecke sternförmig Stuttgart und die Städte und Gemeinden in den 4 umliegenden Landkreisen. Für viele Gemeinden ist die S-Bahn die Lebensader der Zukunft. Und ohne diese leistungsfähigen Bahnen würde die Landeshauptstadt Stuttgart längst im Blechstau und Feinstaub ersticken. Würden die Hunderttausenden Pendler auf das Auto umsteigen, es ginge nichts mehr auf den Straßen in und um Stuttgart. Eine ökologische und wirtschaftliche Katastrophe wäre die Folge, wenn die S-Bahn für die Pendler dauerhaft nicht mehr die notwendige Verlässlichkeit bietet. Doch genau dieses Szenario ist nicht ausgeschlossen. Der zentrale S-Bahn-Tunnel ist längst ein betriebliches Nadelöhr, denn er war nie für diese Betriebslast ausgelegt. In der Hauptverkehrszeit reiht sich heute im S-Bahn-Stammast zwischen Hauptbahnhof und Schwabstraße im 2,5-Minuten-Takt eine S-Bahn an die andere. Die S-Bahn ist betrieblich an der absoluten Auslastungsgrenze angelangt. Hier zeigt sich seit vielen Jahren die Schwäche eines tunnelgeführten Schienenverkehrs. Wer öffentlichen Personennahverkehr in Tunnels verlagert, der will politisch den öffentlichen Transport begrenzen, ihn abschnüren und Ausbauoptionen zunichte machen. Und genau diese Leistungsbegrenzer, die Tunnels, sind wesentlicher Bestandteil von Stuttgart 21 und sie dienen nur einem Zweck, der Verkehrslenkung von der Schiene auf die Straße. Eine zweite Schwäche der S-Bahn ist der Mischverkehr auf 80% aller Streckenabschnitte mit dem Regional-, Fern- und Güterverkehr. In Störungssituationen erhält der Fernverkehr Vorrang, schlicht aufgrund des Umstands der Entschädigungsmodalitäten gegenüber den Fahrgästen. Auch dieses Betriebserschwernis ist in der Infrastruktur von Stuttgart 21, insbesondere auf den Filtern, eingeplant worden. Der wirkliche Skandal und die Ursache für das S-Bahn-Chaos aber ist, dass die Schieneninfrastruktur auf den S-Bahn-Strecken marode und veraltet ist. Leit- und Sicherungstechnik, Weichen, Relais wurden verschlissen, halten dem Hitzestress im Sommer nicht mehr stand.
die Schienen sind, genauso wie bundesweit die vielen Bahnbrücken und Bahnhöfe als Betriebsinfrastruktur der Kannibalisierung zum Opfer gefallen. Die notwendige Wartung wurde unterlassen und die Bahn hat jahrzehntelang erst dann Komponenten ausgetauscht, als diese unter der Betriebslast versagten, anstatt notwendige Vorsorge zu betreiben. Und natürlich fehlt es am Personal, insbesondere hier vor Ort. So sitzt die Betriebszentrale und damit auch das Entstörungsmanagement für die S-Bahn Stuttgart nicht in Stuttgart selbst, sondern in Karlsruhe. Bei Störungen blättern dort die Beschäftigten in dicken Leitsordnern. Eine automatisierte Heilung einer Störung, beispielsweise durch computergesteuerte Prozesse, gibt es nicht, obwohl wir uns nicht erst seit gestern im 21. Jahrhundert befinden. Das S-Bahn-Chaos ist also keine Naturkatastrophe, liebe Freundinnen und Freunde, sondern Kalkül. Chaos und Stillstand ist kalkuliertes Betriebsprogramm der Deutschen Bahn hier in Stuttgart. Zuständig für die S-Bahn ist das Regionalparlament, dem ich nun seit 5 Jahren angehöre und auch in der kommenden Amtszeit angehören werde. Es ist als Aufgabenträger politisch verantwortlich für den reibungslosen Betrieb und für die Vertragsbeziehungen zur Deutschen Bahn. 2013 wurde der Betrieb mit dem neuen S-Bahn-Vertrag für weitere 15 Jahre bis 2028 an die DB Regio vergeben. Die Details dieses 700-seitigen S-Bahn-Vertrags sind indes geheime Verschlusssache. Und die Bahn weigert sich, trotz S-Bahn-Chaos und massivem Vertrauensverlust bei den abertausenden betroffenen VVS-Kunden, diesen Vertrag endlich offenzulegen. Spätestens seit 2010, als die DB die S-Bahn-Rampe am Hauptbahnhof lahmlegte, strahlt Stuttgart 21 für die Öffentlichkeit sichtbar negativ auf die S-Bahn aus. Und der hochgeheime S-Bahn-Vertrag bindet dem Regionalparlament die Hände. Er immunisiert die Deutsche Bahn gegenüber Regressansprüchen durch schlechte Leistung. Die Region hat bewusst jede Möglichkeit aus der Hand gegeben, die Deutsche Bahn durch Vertragsstrafen zu sanktionieren. Angesichts der chaotischen Störungsfälle beim S-Bahn-Betrieb ein unhaltbarer Zustand. Mit Rücksicht auf Betriebserschwernisse im Zuge des Baus von Stuttgart 21 wurde die jährliche Höchststrafe für Verspätungen, nun haltet euch fest, auf gerade einmal 62.500 Euro gedeckelt. Pro Jahr 62.500 Euro. Liebe Freundinnen und Freunde, das ist ein Skandal. Dieses bescheidene Nasenwasser zahlt die Deutsche Bahn aus der Portokasse. Es gibt für die Deutsche Bahn keinen finanziellen Anreiz, einen stabilen S-Bahn-Betrieb sicherzustellen. Und da verwundert es nicht, dass die Pünktlichkeit der S-Bahn 4 Jahre nach den chaotischen Zuständen an der S-Bahn-Rampe und dem Sonderfahrplan noch immer deutlich unter den Sollwerten liegt und täglich neue Störungsmeldungen den Zeitungen zu entnehmen sind. Darüber hinaus fehlt es im neuen S-Bahn-Vertrag an Qualitätsstandards, zum Beispiel zur Ausstattung von Bahnhöfen, zur Fahrgastinformation oder beim Störungsmanagement. Und die Region verzichtet auf eine eigenständige Qualitätssicherung beim S-Bahn-Betrieb, überlässt also einseitig der Bahn die Kontrolle der Vertragsbestandteile. Das unterstreicht die Machtlosigkeit der politischen Entscheider. Die Region hat als Aufgabenträger auf Blindflugmodus geschalten. Und so jagt ein S-Bahn-Gipfel im regionalen Verkehrsausschuss den nächsten, bei dem die Vertreter der Deutschen Bahn mit treuherzigem Augenaufschlag Besserung geloben, während die Regionalräte, die sich selbst mit dem schlechten Vertrag entmachtet haben, in langatmigen Predigten mahnende Worte zum Besten geben.
In dieses Bild der Selbstentmachtung passt auch, dass Preiserhöhungen der Deutschen Bahn, Station und Service für die Nutzung der Schienen 1:1 der Region in Rechnung gestellt werden können, ohne dass die Region die Angemessenheit dieser Preissteigerungen prüfen darf. Die Bahn bedient sich also finanziell großzügig bei der Region. Und, liebe Freundinnen und Freunde, die große Mehrheit des Regionalparlaments hat diese Umstände längst geschluckt. Wir Linken waren in den letzten Jahren die einzige politische Kraft, die in aller Härte diese Missstände angeprangert haben. Alle anderen Fraktionen haben es sich längst auf dem Kuschelsofa der Deutschen Bahn bequem gemacht. Und da verwundert es nicht, dass quasi alle Initiativen zur Verbesserung der S-Bahn, zum Beispiel die Beseitigung des skandalösen Umstands, dass bis heute nur ein Drittel aller S-Bahn-Haltepunkte den ohnehin ärmlichen Standards der gesetzlichen Barrierefreiheit entsprechen, von übergroßen Mehrheiten abgelehnt wurden. Und es verwundert auch nicht, dass die jahrelangen Beteuerungen, mit der Neubaustrecke wäre endlich die S-Bahn ins Vilstal realisierbar, nun plötzlich wie eine Seifenblase geplatzt sind. Die Göppinger und Geislinger glotzen nun genauso in die Röhre wie die Oberschwaben weitere Jahrzehnte Fürbitten zur Elektrifizierung der Südbahn gen Berlin sprechen müssen. Liebe Freundinnen und Freunde, leider kann ich euch nicht vermelden, dass es mit der S-Bahn besser wird. Die Zehntausenden Pendler, die ihre Anschlüsse verpassen oder zu spät zur Arbeit kommen und deswegen Abmahnungen riskieren, sind weiterhin auf die Versprechungen der Bahn ausgeliefert und müssen sich mit deren Beruhigungsdrops begnügen. Zum Beispiel mit prekär beschäftigten Niedriglöhnern, die an den Haltestellen Ein- und Aussteigevorgänge optimieren sollen. Tendenziell wird es für die VVS-Kunden eher schlechter. Der neue Meilenstein, die Sperrung des S-Bahn-Abgangs am Hauptbahnhof, beschert den Umsteigern zwischen S-Bahn und dem regionalen Fernverkehr seit dem 12. August deutliche Erschwernisse. Besonders für Menschen mit schwerem Gepäck, Kinderwagen oder Menschen mit Handicap ist dieser Missstand eine deutliche Zusatzbelastung. Alle Umsteiger müssen längere Wege zurücklegen und sind mit drangvoller Enge konfrontiert. Das bedeutet Stress und längere Umsteigezeiten, denn nur in der großen Schalterhalle sind Rolltreppen vorhanden, sofern sie denn nicht wie häufig durch Störungen ausgefallen sind. Im Extremfall steigt die Umsteigezeit dadurch von 7 auf 13 Minuten, um die um 120 Meter verlegten Bahnsteige zu erreichen. Liebe Freundinnen und Freunde, bitte unterstützt und verbreitet unsere Forderung nach einer Nachverhandlung und Offenlegung des S-Bahn-Vertrags, damit die Region endlich mittels Vertragsstrafen die Deutsche Bahnregio zum Handeln verpflichten kann. Und selbstverständlich gilt, eine leistungsfähige und verlässliche S-Bahn, ein Ende des S-Bahn-Chaos gibt es nur mit dem Ende von Stuttgart 21. Deshalb oben bleiben! Applaus